Die Backpacking-Zeit beginnt. Nicht nur bei mir, sondern bei hoffentlich ganz, ganz vielen von euch da draußen auch. Meine nächste Reise ist gebucht. Ich starte am 12. Dezember mit meinem Freund nach Thailand. Und ich dachte, jetzt wird es einfach mal Zeit, meine Erfahrungen, was das Thema Backpacking angeht, mit euch allen da draußen zu teilen. Ich wirklich reise für mein Leben gerne. Ich finde, wenn ihr mich fragt, ist das Reisen die beste Geldinvestition, die man machen kann? Und es ist einfach etwas, was man für sich selber macht. Und niemand wird euch in 50 Jahren fragen, wie viel Geld hattest du auf dem Konto, wie, in welcher Position hast du gearbeitet. Ihr werdet von Erfahrungen sprechen, die ihr wahrscheinlich nur einmal in eurem Leben erlebt. Und ich finde, das Thema Reisen oder Backpacking allgemein, die Welt erkunden, will vielleicht nicht jeder machen, aber für mich persönlich ist es einfach extrem bereichernd und lebensverändernd, auch was die Persönlichkeitsentwicklung angeht. Und okay, anderes Thema, ich merke schon, ich drifte so ein bisschen ab. Auf jeden Fall, seit 5 Jahren gehe ich jetzt jedes Jahr nach Thailand und dieses Video dreht sich auch hauptsächlich um das Land Thailand. Ich werde jetzt in meiner nächsten Reise auch Vietnam, Laos und Kambodscha ansteuern. Aber meine meiste Erfahrung habe ich bis jetzt in Thailand und auf Bali gesammelt. Ich habe jedes Jahr etwas weniger mitgenommen. Ich kann euch sagen, ich war absolut im Übergepäck bei meiner allerersten Reise nach Thailand, weil ich dachte, ich brauche dies, ich brauche das. Ich war in ein drittes Weltland, da kann ich das und das nicht kaufen. Und ich lag bei fast all meinen Vermutungen komplett falsch. Und dementsprechend werde ich euch heute so ein paar Tipps geben, was braucht ihr wirklich und was könnt ihr auch in Thailand kaufen. Ne? Also viel Spaß beim Video. Ihr findet alle Sachen, die ich euch jetzt hier zeige, in der Infobox verlinkt. Starten wir doch mal beim Backpack selbst. Hier habe ich mich vor einigen Jahren im Globetrotter München beraten lassen. Ne? Da hatte ich einen Typen, der war mir super unsympathisch. Kleiner Gruß an dich, wenn du mich erkennst und siehst. Aber der hat meinen Arsch gerettet. Ich wollte nämlich den allergrößten Backpack kaufen, den sie hatten. Und er hat gesagt, Mädel, das brauchst du nicht. Du brauchst es nicht, du wirst es bereuen. Und ich dachte mir so, nein, ich brauche den größten Rucksack, ich muss viel mitnehmen. Und ich kann euch sagen, ich bin so happy mit seiner Empfehlung. Ich kann euch wirklich nur raten, geht in so einen großen Laden und lasst euch beraten. Wenn ihr aber jetzt ganz auf meine Meinung vertraut, dann kann ich euch folgenden Backpack empfehlen. Das, meine Lieben, ist der Osprey Kite 66, also 66 Liter. Und dieser Rucksack ist einfach der perfekte Backpack für Frauen. Das ist tatsächlich auch ein Frauen-Backpack. Hier gibt es Unterschiede, vor allem was den Rücken angeht. Ich bin so unglaublich zufrieden mit diesem Rucksack, denn wenn ihr den zumacht, dann tragt ihr, und also richtig einstellt, das geht super easy, ihr tragt das ganze Gewicht auf euren Hüften und euer Rücken wird komplett entlastet. Es ist der absolute Wahnsinn und jedes Mal, wenn ich es zuziehe und richtig einstelle, was in 2 Sekunden geht, wenn ihr gepackt habt, aufziehen, zack, fertig, dann bin ich so baff, wie easy das Ganze ist und wie wirklich überhaupt nicht schwer sich der Rucksack am Rücken anfühlt. Ich stopfe ihn auch wirklich bis oben hin voll. Da kommt auch ein Regenschutz mit zum Beispiel. Und genau, da ist eben für eine Frau ausgelegt und auch hinten eben dementsprechend etwas anders gebaut als ein Backpack für Männer. Also wie gesagt, lasst euch beraten und der hat unfassbar viel Platz. Und das Allercoolste an diesem Backpack ist, dass ihr ihn aufmachen könnt wie einen Koffer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr den wirklich vollpackt mit Klamotten und allem anderen, was ihr eben mitnehmen möchtet, ist das wirklich Gold wert. Ihr macht hier die Klippe auf an der Seite. Und aufziehen könnt ihr den dann wie einen Koffer. Und so sieht der von innen aus. Also ihr könnt den wirklich vollpacken bis zum Get-No, zumachen und wieder öffnen wie einen Koffer. Was ich einfach unfassbar praktisch finde. Ihr habt hier unten noch ein Fach, da mache ich meistens Schuhe rein, die ich ganz klein falten kann. Also Tourenschuhe. Dann habt ihr hier noch ein Netzfach, da passt unglaublich viel rein. Und dann habt ihr hier oben nochmal ein Fach. Und Leute, das ist auch unglaublich tief. Also, oh, ich sehe gerade, der hat ein Loch. Alles klar, aber okay, darf sein. Passiert. Ihr könnt ihn natürlich auch von oben aufmachen. Ihr habt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ihr diesen Backpack befüllt, aufmacht, Sachen rausnimmt, Sachen reinmacht. Investiert in den Rucksack. Kauft euch keinen Billigscheiß.
Diesen Rucksack habt ihr wahrscheinlich für unzählige Jahre. Die sind wahnsinnig robust. Ihr habt keinen Bock, dass euer Reißverschluss während eurer Backpacking-Reise kaputt geht. Auch wenn der übervoll ist. Ich sag's euch, ich quetsche alles rein und denke, der Reißverschluss, der müsste eigentlich in jeder Sekunde platzen. Tut er aber nicht, weil es einfach ein hochwertig verarbeiteter Rucksack ist. Für meine nächste Reise war ich mir tatsächlich ganz stark sicher, dass ich keinen großen Backpacker brauche und habe mir von Captain & Son den Bali-Rucksack gekauft, der auch sehr groß ist. Der ist auch special gepolstert am Rücken. Und das Einzige, warum der für mich interessant war, ich als Content-Creatorin nehme natürlich Kamera, Laptop und so weiter mit. Das müssen jetzt vielleicht andere nicht mitnehmen. Was ich an Kamera-Equipment mitnehme, glaube ich, nehmen nur die Leute mit, die das auch beruflich machen. Das hat nämlich hier ein Laptop-Fach, der muss bei mir leider auch mit. Hier ziemlich viel Platz, hier nochmal Platz. Dann kann man den hier aufmachen, eben auch wie ein Koffer. Und dann hat der hier nochmal mega viel Platz. Und ich war der festen Überzeugung, das ist mein Backpack für dieses Jahr. Mittlerweile denke ich mir, nein, ich bleibe meinem alten treu. Das wird vielleicht tatsächlich der dritte Rucksack, der mitkommt, weil ich einfach sehr viel Kamera-Equipment mitnehmen muss. Aber vielleicht ist es für euch ja gar nicht interessant. Ich wollte es euch trotzdem nur mal zeigen. Für alle, die vielleicht wirklich sagen, ich bin nur 2, 3, 4 Wochen unterwegs und keine paar Monate, dann wäre vielleicht so ein Rucksack auch schon genug. Den habe ich mir jetzt auch ganz neu geholt. Und zwar ist das der von Gotback. Mit dem war ich tatsächlich auch immer sehr zufrieden. Das ist der Roll-Rucksack. Ich weiß nicht, wie genau der jetzt heißt. Und der ist eben auch special gepolstert am Rücken. Und den kann man eben auch unfassbar voll machen. Also für alle, die jetzt gerade zugucken und sagen, ich bin nur ein paar Wochen in Thailand unterwegs, dann würde so etwas meiner Meinung nach auch locker reichen. Ich würde mich allgemein klein halten, dass ihr vielleicht wirklich nur Handgepäck braucht. Einen Rucksack, wenn ihr rumfliegt, nicht jedes Mal wieder aufgeben müsst. Das ist wirklich sehr praktisch. Dann komme ich jetzt mal zum Innenleben, wenn es darum geht, ich packe meinen Rucksack. Das habe ich tatsächlich erst seit meiner letzten Reise. Packcubes. Und Leute, warum habe ich mir Packcubes nicht schon vor 5 Jahren zugelegt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich glaube, 3 Packcubes und mehr brauche ich auch nicht. Damit seid ihr eben einfach super gut organisiert auf euren Reisen. Und diese findet ihr auch in der Infobox verlinkt. Eine Bauchtasche. Das ist auch etwas, was jeder Backpacker oder Reisende dabei haben sollte, ist eine wirklich gute Bauchtasche. Tragt eure Wertgegenstände so nah am Körper wie möglich. Mir ist bisher noch nichts geklaut worden, aber meinem Freund. Einfach eine Bauchtasche, wo euer Handy und ein paar Wertgegenstände von euch reinpassen, damit ihr die nicht unbeaufsichtigt hinter euch tragt, sondern wirklich an eurem Körper. Dann komme ich jetzt mal zur Kategorie Kulturtasche. Hier war ich wirklich die ersten Jahre maßlos dumm. Ich dachte, ja, natürlich schminke ich mich, ja, natürlich brauche ich das Shampoo, ich brauche die Spülung, ich brauche die Haarkur, ich brauche einen Rasierer, ich brauche dies, ich brauche das. Und was habe ich im Endeffekt benutzt? Gar nichts. Nicht mal Concealer. Ich glaube, das allerhöchste meiner Gefühle ist ein Augenbrauenstift und mehr kommt auch nicht mehr mit. Leute, ihr seid im Urlaub, ihr seid auf Reisen, keinen Jux, wie ihr ausseht. Ihr selber lernt euch auf einer ganz anderen Ebene kennen, lieben und dieses Freiheitsgefühl. Leute, verzichtet auf jegliches Make-up, also an alle Mädels und Jungs, die sich schminken. Just don't do it. Just not only through your nipples, through your skin. Ich habe eine kleine Kosmetiktasche, die ich quasi auch so ein bisschen zerknüllen kann, also ohne Hardcase. Die verlinke ich euch auch gerne mal in der Infobox. Die finde ich nämlich sehr, sehr praktisch. Die kann man auch nämlich an den Backpack nach außen hängen, falls ihr irgendwie doch mehr mitnehmt. Und wenn ihr von A nach B reist, von Hostel zu Hostel, auf dem Schiff sitzt, packt es einfach an eurem Backpack draußen, wenn drin kein Platz mehr ist. Kann man auch machen, ne? Was ich mitnehme, auf jeden Fall feste Produkte, weil es auch einfach wirklich viel besser für die Umwelt ist. Vor allem reisen wir in Länder, wo das Thema Plastikmüll sehr, sehr groß geschrieben ist. Vor allem in Thailand bekommt ihr jede Suppe, jedes Curry, jedes Essen einzeln in Plastiktüten verpackt. Dann müssen wir nicht auch noch irgendwelche Shampoos mitnehmen mit Mikroplastik etc. pp. Das heißt, was ich euch sehr empfehlen kann, sind die Produkte von Lush. Ebenso wie einen Rasierer, dann nehme ich den von Estrid. Tatsächlich sehr viel Sonnencreme. Also ich kann euch sagen, das Netz in meinem Backpack ist meistens gefüllt mit ein paar Flaschen Sonnencreme, weil ihr in Thailand tatsächlich nur Nivea findet. In allen 7-Elevens gibt es nur Marken, die ich nicht empfehlen würde.
und Sachen, die nicht einziehen, oder Nivea. Und Leute, Sonnencreme in Südostasien, ich glaube, das wird nach dem Flug eure teuerste Ausgabe. Und ganz ehrlich, Leute, Gesichtspflegeprodukte nehme ich auch gerne mit, aber das war's auch. Ihr braucht kein Make-up, braucht auch gar nichts. Und all die Produkte passen bei mir in diesen kleinen Kosmetikbeutel. Weiter geht es mit einer Sache, über die ich auch schon ein einzelnes, separates Video hier hochgeladen habe. Und zwar die Reiseapotheke. Also wirklich, ihr findet die Produkte, die ich immer mitnehme, Medizin, in meinem Reiseapotheken-Video verlinkt. Ich kann euch eines sagen, das kommt auf jeden Fall in meine Top 1, eigentlich noch viel wichtiger als jede Unterhose, die ihr mitnehmt, ist eine gute Reiseapotheke. Das ist tatsächlich genauso ausgebeult, wie ihr das jetzt gerade bei mir seht. Genauso nehme ich das auch mit. Ich muss auch ganz einfach sagen, ich bin nie krank, außer wenn ich verreise. Ich sage euch eines, Leute, von Corona bis die schlimmsten Lebensmittelvergiftungen, Norovirus zu allen möglichen Darm- und Kotzkrankheiten, ich nehme alles mit, immer nur wenn ich weg bin. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass ich meine Reiseapotheke jedes Mal neu auffülle und mitnehme. Ich war auch schon vor Jahren bei einem Tropenmediziner und habe mich beraten lassen, was Medikamente angeht. Alle möglichen Medikamente und was sich hier drin befindet, findet ihr in dem Reiseapotheken-Video. Ich will euch wirklich nur klar machen, Leute, wir wollen kein Hypochonder spielen, aber ich sage euch eines, ihr seid froh, wenn ihr es dabei habt und nicht todkrank kotzend auf dem Roller springen müsst, um Medizin zu suchen. Ein weiteres Must-Have findet ihr auch in der Infobox verlinkt, sind aufbewahrungswasserfeste, was ist das, Aufbewahrungsdinger, ihr seht, was es sein soll. Auf jeden Fall bewahre ich hier Reisedokumente auf. Mittlerweile braucht man ja immer weniger Dokumente, um in die entfernten Länder zu reisen. Letztes Jahr sah das aber noch ganz anders aus. Da bin ich mit so einem Schinken Papiere nach Thailand eingereist und das wurde auch ganz streng beim Umstieg überall kontrolliert und da braucht ich einfach etwas, wo es sicher verstaut ist, genauso wie die Reisepässe. Wenn ihr euch zum Beispiel mit einem Kajak unterwegs seid, könntet ihr das auch zweckentfremden, eure Handys reinpacken und vielleicht eure Reisepässe, wenn ihr die immer gerne dabei habt, dann könnt ihr das einfach zuzippen, habt es dabei, es ist wasserfest, also auch wenn Wasser draufkommt, passiert euren Dokumenten nichts und ich finde, das ist auch mittlerweile ein absolutes Must-Have für mich. Eine Powerbank darf bei mir auch nie fehlen. Mittlerweile sind die Handys ja sowieso so powerstark, dass die sowieso den ganzen Tag halten. Ne? Ich habe nur die Erfahrung gemacht, umso heißer es draußen ist, umso schneller geht der Akku verloren. Macht Sinn. Auf jeden Fall habe ich sie fast jedes Mal gebraucht und auch wirklich sehr, sehr gerne dabei. Immer wenn ich so unterwegs bin und Tagesausflüge mache. Einfach eine Powerbank. Just for the emergency case. Also habt sie einfach dabei. Sicher ist sicher. Ihr könnt im 7-Eleven wirklich, also jetzt auf Thailand bezogen, alles kaufen, was Pflegeprodukte, Make-up. Also wirklich, ihr fahrt nicht ins Nichts, ihr fahrt in ein Land, in ein asiatisches Land, wo es eben ein paar andere Produkte gibt, aber ihr findet dort auch Garnier, ihr findet Nivea, wie ihr schon eben gesagt. Ihr werdet dort auch Produkte sehen, die ihr auch aus Deutschland kennt. Das heißt sowas wie Tampons, Binden, whatever, was ihr eben benutzt für eure Periode, braucht ihr nicht mitnehmen. Den Fehler habe ich nämlich bei meiner ersten Reise gemacht. Ich war ein paar Monate unterwegs und habe wirklich meinen Rucksack gefüllt mit Tampons. Das ist, glaube ich, 2017 oder so gewesen und mittlerweile verwende ich Period Panties und nehme Periodenunterhosen mit und eben keine Tampons mehr. Aber wenn ich Tampons möchte, dann kaufe ich mir dort im 7-Eleven oder in den Apotheken. Da gibt es auch die Marke OB zum Beispiel. Also ihr seid nicht am anderen Ende der Welt und findet keine Produkte, auf die ihr euch nicht verlassen könnt. Und genauso was Make-up zum Beispiel angeht, wenn ihr sagt, oh nein, jetzt hätte ich doch mal gerne einen Concealer, dann geht ihr da irgendwo hin, kauft euch einen, kostet sogar noch weniger. Und auch was Klamotten angeht, muss ich sagen, ich trage nie mehr als 2 verschiedene Jeans-Shorts. Ich habe 2 Bikinis dabei, ich habe vielleicht 3 Main-Tops. Dann habe ich vielleicht noch so einen Sarong dabei, womit ich meine Schultern und Knie bedecken kann, wenn ich in einen Tempel gehen möchte. Diesen Sarong zweckentfremde ich als Strandtuch oder auch als Kopfbedeckung, wenn es zu heiß wird, auf dem Roller zum Beispiel. Und
ihr braucht kaum Anziehsachen. Ihr werdet jeden Tag das Gleiche tragen und nehmt wirklich nicht zu viel Klamotten mit. Am Ende werdet ihr es nur bereuen, weil ihr das Ganze mitschleppt, aber nie anzieht. Haltet euch klein und wenn ihr irgendwas wollt, dann geht da auf den Markt, geht in Secondhand-Shops. Es gibt so, so viele Möglichkeiten, wenn ihr euch doch mal was Cooles kaufen möchtet. Und das Allerwichtigste, kauft euch auf jeden Fall etwas in Thailand. Dieser Vibe, wenn ihr euch da Klamotten kauft, den gibt's nur da. Und dort könnt ihr auch coole Teile finden, die wirklich einzigartig sind. Und stellt euch mal vor, ihr habt keinen Platz mehr im Rucksack. Das wäre auch blöd. Und ich würde sagen, das sind so meine Tipps, meine Must-Haves für eine Backpacking-Reise. Und wirklich mein allergrößter Tipp ist, nehmt nicht zu viel mit, Leute. Ihr werdet es nicht brauchen. Wenn das Video hilfreich war für euch, würde ich mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben und auch ein Abo freuen. Ich möchte allgemein viel, viel mehr zum Thema Reisen hier posten und ich freue mich wahnsinnig, wenn es wieder losgeht. Noch 90 Tage oder so und dann sitzen wir einfach schon im Flieger Richtung Bangkok. Ich kann es kaum erwarten, vor allem weil eben dieses Mal auch endlich mal andere Länder angesteuert werden. Vor allem auf Vietnam freue ich mich und auf Laos. I can't wait. Okay, Leute, in diesem Sinne, ich glaube, ich rede jetzt schon sehr viel. Verabschiede ich mich bei euch. Dicke Umarmung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.